Hallo und herzlich willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Marsha Leonie Lahn und dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Heute geht es um ein ganz für mich selbst neuartiges Thema: Wasserstoff. Ich bin beim Forscher seit über 20 Jahren, forscht der Erich Maider. Er ist der Mr. Water, nicht vom Ja. Aussehen her. Der Mr. Water aus Wie, Wasser. Wasser, Weißbier, Genau. Water. Ich glaube, Wasser, Wein, Weißbier. den Namen hast du dir sicherlich verdient, weil du ja schon über 20 Jahre am Forschen bist mit dem Wasser. Das interessiert mich ja. Ja, das sieht man auch. Da blende ich dann noch ein paar Bilder rein, wie da das ganze, dieser Raum gestaltet ist. Gesundheit und Wasser. Filtermuseum musst du auch schauen. Das Filtermuseum, das gehen wir Kannst auch auch noch. filtern und unter diese Prospekte oder was wir jetzt machen. Ist wurscht. Genau, ich habe Okay. vorher schon ein paar Aufnahmen da gemacht, Ja, dann noch das genau. Filtermuseum. Richtig, heute geht es um das Wasserstoffgerät. Wie kann Wasserstoff dich im Aussehen verjüngen und wie ist das möglich? In Deutschland darf man keine Gesundheitsaussagen Das ist machen. keine Gesundheit, sie verjüngen. Ist es Gesundheit? Also ich bin im Verband Sozialer Wettbewerb, die haben mich nämlich mal sauber verknackt, weil du keine. Alles, was eine gesundheitsbezogene Aussage sein könnte, wirst du in Deutschland verknackt. Das Muss darf ich jetzt das nur. neu machen? Was? Muss ich meine Ansprache neu machen? Ja, ich darf nichts sagen. Du Ah, darfst ich darf schon was sagen. sagen. In der Schweiz haben sie noch kein Auslieferungsabkommen. Genau, ja, ich habe es ja gesagt. Also, nein, was mich wirklich interessiert, dieses Gerät, dass du das den Hinschauern mal erklären kannst, was das Wasserstoff macht in unseren Zellen. Jetzt muss ich schnell vorwegnehmen, ich habe jetzt seit 10 Jahren kein Prospekt gemacht. Niemals. Alle Leute, alle Kunden und ich habe wirklich mehrere Tausend haben gesagt, gib mir ein Prospekt, ich will es auslegen. Ich wusste intuitiv, ich bin noch nicht ganz fertig. Es gab immer das Thema Ionisierer. Thema 1, Quellwasser, Alpen mit Sauerstoff und so, das ist abgehakt, Archimater, das passt. Reines Wasser, Osmoseanlage als Basis passt. Energie, hexagonale Geschichten passt auch. Nicht so schnell für unsere Hexadiagonal, da würde ich vielleicht wissen, was bedeutet Hexagonales das? Da müssen wir Wasser ein nach dem bisschen. Vorbild der Bienenwaben und nach diesen Ah. schönen Emoto-Kristallen, weil das ist nachgewiesenermaßen von der atomaren Ladung her das einzige Wasser mit freien Elektronen. Und Ja. Elektronen ist Strom. Was pumpt dein Herz, deine 80 bis 100.000 Liter durch den Körper, nachdem die Kapillaren bloß 3 bis 5 Mikrometer groß sind und die roten Blutkörperchen aber 5 bis 7 Mikrometer, also was ist die Energie, die es durchpumpt? Die Weißwürste sind es nicht aus Bayern oder ich weiß nicht, was in der Schweiz gibt es auch Bratwürste. Auf alle Fälle ist ja Frage der Energie. Und nur hexagonales Wasser mit diesen, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen von dem Professor Gerard Pollack, Wasser als viertes Element, auch als Gelform, unbedingt lesenswertes Buch. Und der weist wissenschaftlich nach, dass nur dieses Wasser mit der hexagonalen Form freie Elektronen hat. Alles andere, sagen wir mal Osmosewasser ohne Belebung, ist tot und braucht der Körper Energie, muss er aufwenden, um praktisch diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten. So, und die letzte Geschichte war eben, was ist mit Lourdes? Was ist mit Ionisierern? Diese basischen Ionisierer, die haben da immer gesagt, ja, basisches Wasser ist das Wichtigste. Ja. Aber was sagst du jetzt bei der Zitrone? Die Zitrone ist jetzt nicht unbedingt basisch. Also Am die Anfang nicht. verstoffwechselt Ja, basisch. genau. Genau. Also es hat sich herausgestellt, dass der pH-Wert überhaupt keine Bedeutung hat. Null Bedeutung für die Gesundheit. Weil die Natur kennt nur saures Wasser und für mich ist das einzige Also das Regenwasser. glaubhafte Kriterium ist die freie Natur. Weil du wirst ja verrückt mit lauter Theorien, die kommen. Die Frage ist, was ist das Messinstrument, dem du am meisten vertrauen kannst? Und da gibt es nur ein Messinstrument, wo es ums Überleben geht. Und wenn eine Lawine fällt, wenn Rauschgift, wenn Diebe, hast du immer Spürhunde. Warum trinkt der Hund aus der Pfütze? Was ist da los? Und so bin ich drauf gekommen, dass die Hunde natürlich das Wasser wahnsinnig gern trinken und die trinken nur saures Wasser, das vom Himmel fällt. Und Ja. das hat 0 ppm. Also da hat nichts mit Mineralien, weil wenn du deinen Das ist so. Tagesbedarf decken wolltest, hast du Mineralien, darfst du 2 Aquarien austrinken. Da geh lieber aufs Oktoberfest. Das ist besser. Ja. Also,
Das letzte Thema war, wie komme ich drauf, was ist mit den Lourdeswässern, was ist mit Hunza? In Mexiko gibt es so Wunderquellen. Ist das auch eine das Volk der Hunza. Ja, ja. Hunza, der hat der Patrick Flanagan. Kennst du vielleicht? Flanagan ist ein unglaublich guter Wasserforscher und der hat das Geheimnis des Hunza-Wassers auch entschlüsselt. Und erst 2005 ist man draufgekommen, der Professor Shirahata aus Japan. Der hat nämlich in Lourdes und in Nordenau festgestellt, dass in diesem Wasser freier Wasserstoff ist. Mhm. Und Wasserstoff wissen wir ja, Vitamin E hast du zum Beispiel die Formel C29, H50O2. Dieses H50, der Wasserstoff, der treibt uns an. Wenn wir jetzt zum Mars fliegen, fliegst nicht mit Benzin, super, bleifrei, sondern es sind Wasserstoff. Jetzt kommen auch die Hybridautos. Das Problem beim Wasserstoff ist, es ist sehr flüchtig. Ja. Die Tanks halten da nicht lange. Also, jetzt haben wir halt gesagt, oder es ist nachgewiesen worden, dass da molekularer Wasserstoff drin ist. Und es gab diese Erkenntnisse schon 1979, waren da die Forscher schon mal drauf, aber es ist immer wieder vernachlässigt worden, weil Wasserforscher sind in unserer Zeit ganz gefährliche Leute. Die werden wirklich, du siehst, wie Emoto verarscht wurde, aber jetzt gibt es ein paar großartige, Professor Pollack, und Luc Montagnier, der hat den Nobelpreis bekommen für das AIDS-Virus, für die Definition und für die Entdeckung praktisch des AIDS-Virus. Und Luc Montagnier hat jetzt nachgewiesen, dass Wasser auch ein Gedächtnis hat. Ja, aber jetzt muss man schauen. Das ist schon der Emoto. Ja, aber er weiß es wissenschaftlich nach. Ach so. Und jetzt wird er aber auch so ungefähr gesagt, ja, du ruinierst deine Karriere, weil Wasser ist natürlich ein Milliardengeschäft. Und zum Beispiel der pH-Wert, ne? Das noch am Rand der pH-Wert. Wenn du jetzt die Trinkwasserverordnung in Deutschland siehst, da hast du einen pH-Wert von 6,5 bis 9,5. Mhm. Wenn ich jetzt ein Mineralwasser nehme, habe ich einen pH-Wert von 3,7, ja. 4,7, 5, 6. Also da zählt es plötzlich nicht mehr. Mhm. Es ist ein Riesenkommerz und für mich der einzige glaubhafte Indikator ist noch die Natur. Weil wenn es kein Messinstrument gibt auf der Welt, das dem Instinkt eines Hundes gleichkommt, dann vertraue ich dem Hund und seinem Überlebensinstinkt. Hunde, kleine Kinder sagen die Wahrheit, Pflanzen wachsen, Katzen verhalten sich und niemand kann eine Katze trainieren. Da habe ich noch nicht mal im Zirkus Krone gesehen. So. Jetzt kommen wir so, der letzte Stufe war, wie kriege ich das gebacken? Nachdem die Filteranlagen ja soweit ganz gut sind, mit Klickverschlüssen und so, wie kann ich das machen? Und da gibt es ein Gerät, der hat den Namen Lourdes-Generator. Und es gibt natürlich jetzt den großen Hype, weil 2005 gab es die ersten Erkenntnisse. Mittlerweile gibt es über 600 wissenschaftliche, größtenteils wissenschaftliche Studien, auch doppelblind, sehr viele Tierversuche, aber Versuche an den Menschen, die diese Wirkung nachweisen. Und bei 150 Krankheiten ist auch die Wirkung schon nachgewiesen. Zum Teil in Tierversuchen, zum Teil in Menschenversuchen. Also welche Wirkung? Die Wirkung von molekularem Wasserstoff hat. Ja, genau. Bei Sportlern, bei Diabetes, bei Parkinson sehr stark. Also da gibt es der Führende ist der Tyler Le Baron. Und der hat die nette Story, dass er seinen Universitätsprofessor, er wollte ihm beweisen, dass es absurd ist mit dem Wasserstoffwasser. Dann hat er Versuche gemacht an Mäusen mit Parkinson. Und dann sagt er wörtlich, sagt er, and what he saw, it changed his career. Also was der erforscht hat, die eine Teil war reversibel, also ist wieder worden auf Bayerisch. Ja. Und die anderen haben wesentliche Verbesserungen gehabt. Und jetzt ist es natürlich so, der schöne Spruch, was bringt den Arzt um sein täglich Brot? Kennst du den? Ja, gesunde was bringt, Menschen. Was bringt den Arzt in große Not? Es ist A, Gesundheit und B, der Tod. Drum lässt er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Ein Gedicht von Eugen Roth. Ja, okay. Daraufhin, auch wenn man der eingebildete Kranke schaut, von Molière, das ist schon 400 Jahre alt, es geht immer so, dass natürlich die Ärzte meinen, es ist nicht schlecht, aber über Wasser wird nichts gelehrt. Das Wichtigste, Lebensmittel, die inneren Organe, alle mit Wasser. Und jetzt kommt natürlich was dazu, was wirklich noch hilft. Und darum sind wir jetzt auch endgültig mal beim Lourdes. Jetzt kommen wir zum Lourdes, genau. Idealerweise, es gehen jedes Jahr 7 bis 8 Millionen Leute dackeln nach Lourdes, also Wallfahrten nach Lourdes. Ah ja, Lourdes. Jetzt. Genau, Lourdes in Frankreich. Der berühmte. Es gibt 48 anerkannte sogenannte Wunderheilungen.
Worauf führt es zurück? Da gibt es Gesteinsschichten. Grundsätzlich ist das Wasser sehr sauber. Es hat auch eine sehr gute Frequenz. Schwingung, wir sind ja alle Schwingung, aber lassen wir das als esoterischen Unfug mal stehen, dass Schwingungen gibt zwischen uns, aber das, was man gefunden hat, ist dieser molekulare Wasserstoff, und zwar ist der angerichtet über gewisse Mineralisierungsmischung, wo sehr viel Magnesium dabei sind. Wir haben das in unserem Redox-Modul. Molekularer Wasserstoff, da ist eben gemeint, dass molekulare, dass die Moleküle hexadiagonal angeordnet sind. Nee, das ist einfach, dass du trennst Wasserstoff und Sauerstoff. Mhm. Das Wasser wird getrennt in O, in Ozon, und in H, in Wasserstoff. Mhm. Und wenn du da saubere Trennung hast, dann sieht man das hier, dass du reinen molekularen, diese Bläschen, das ist ein Gas. Mhm. Genau. Wenn es die Energie noch hat, dann ist wieder was anderes noch dazu. Aber grundsätzlich ist messbar ein Gas. Wir können das ja gleich messen. Ich habe da so ein Messgerät oder hier. Dann sehen wir einfach, wie ist der Unterschied zum Leitungswasser. Warum die Wirkung so besonders ist? Unser Hauptthema ist, dass 80-90% aller Menschen übersäuert sind. Mhm. Über Ernährung, über Kaffee, über Kuchen, über alles. Wir sind gnadenlos übersäuert. Das ist die Ursache für alle möglichen Erkrankungen. Das steht auch mittlerweile fest. So, und jetzt kommt es halt drauf an. Wir brauchen doch Antioxidantien. Wie ich gerade gesagt habe, Vitamin E, C29, H50, O2. Vitamin C, C6, H8, O6. Also H ist immer dabei. Mhm. Wasserstoff ist immer dabei. Und in Obst und Gemüse, jeder sagt, du fünfmal Obst und Gemüse, letztendlich ist nur der Wasserstoff, der da drin ist, das Wasser und diese Struktur im Wasser. Und in diesen 5, 6 Quellen, vor allem Mexiko, in Tlacote, schreibt man es Tlacot, T-L-A-C-O-T, da gibt es auch gute Berichte darüber, auch da findet man den molekularen Wasserstoff, und da pilgern die Leute zu Hunderttausenden hin, damit sie da mal 10 Liter kriegen. Mhm. So. Jetzt kriegst du das frei Haus. Jetzt müssen wir es aber messen. Aber was es macht? Es macht 4 Dinge wesentlich. Erstens, man sieht es hier, ist ja ein Gas. Das ist das kleinste. Es hat nur ein 88stel vom molekularen Gewicht von Vitamin C. Das bedeutet, es geht sofort in jede Zelle. Und wo entstehen auch die Krankheiten? Die Mitochondrien. Mhm. Das, wenn du dir vorstellst, die Mitochondrien, innen drin schauen die auch aus wie eine Batterie. Und da lagern sich auch diese schädlichen freien Radikale ab. Ja. Und dadurch, dass es so klein ist, geht es sofort in jede Körperzelle, passiert die Blut-Hirn-Schranke, was zum Beispiel Vitamin E sich schon wieder schwerer tut, weil das ist 200-fach schwerer. Das geht sofort in jede Zelle rein, in alle Mitochondrien. Und die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen. Genau. Und die krebserregenden freien Radikale, die schädlichen, es gibt auch gute zur Signalsteuerung, die haben die Formel OH. Und wenn ich H2 nehme und OH, H2 und OH, dann sage ich, OH, es gibt H2O. Ja, manche trinken sogar. Und das ist das Unglaubliche. Also erstens, es geht in jede Zelle rein. Es ist so klein, dass es sofort jede Barriere überschreitet, im Gegensatz zu anderen. Das Zweite ist, es ist absolut frei von Nebenwirkungen. Ja. Und was noch wichtiger ist, Punkt 1a, es neutralisiert nur die schädlichen freien Radikale. Es gibt auch verschiedene Gruppen von freien Radikalen, aber nur die schädlichen. Es heißt, es ist selektiv. Ja. Das sagt eine meine Mu und sein musstest du. Also nee. Den Schädlichen. Mhm. Den erwischt er. Die anderen lässt er in Ruhe. Das können wir dann warum mal so ist. In einem Vortrag würde mich sehr interessieren, warum nur die Schädlichen. Ja, weil die diese Formel haben. Oha, es gibt noch andere schädliche freie Radikale. So. Die sind ja nicht per se alle schlecht. Wir brauchen 2-5%. Jetzt bist du aber Sportler oder kraxelst auf die Eiger Nordwand und dann bist du leicht übersäuert, weil du brauchst sehr viel Energie. Und dann hast du Stoffwechselreste, und das sind die sogenannten Säuren. Aha. Und die zu neutralisieren geht nur mit Obst und Gemüse. Ja. Also es gibt einen Nachweis in Südkorea, die sagen, dass die antioxidative Wirkung von 1,5 Liter von diesem Lourdes-Generator die antioxidative Wirkung hat von 500 Äpfeln. Wow. Wobei du Äpfel essen sollst, wegen der Ballaststoffe natürlich, aber die antioxidative Wirkung ist da.
So. Also erstens, es ist klein, es geht in jede Zelle. Zweitens, es ist selektiv. Drittens, es hat keinerlei Nebenwirkungen. No negative side effects. Aber es ist hochwirksam. Achtung, viele Leute haben Amalgam drin oder sind schon körperlich ziemlich belastet und die Zelle entgiftet sofort. Diese Entgiftung schüttet es ins Bindegewebe aus und darum ist es ja wichtig, dass du sauberes Wasser trinkst. Es gibt nur zwei. Das System der Grundregulation, du bringst das Bindegewebe frei. Darum ist Osmose und, sagen wir mal, aggressives Wasser super. Dass die Zellen demineralisiert werden, hat es nur keinen Nachweis gegeben. Null. Wenn du also ein sauberes Wasser trinkst, super Leitungswasser, Osmose oder Gebirgsquellwasser mit 20, 30 ppm, dann nimmt es aus dem Bindegewebe die Abfälle raus. Aber hier hast du halt das Thema, dass es ins Bindegewebe entgiftet, schüttet aus. Ich persönlich vertrage 3 Liter, aber es gibt Leute, die können nur Glas trinken. Dann muss das halt eigentlich, es kann nichts passieren. Aber das heißt, die sind sehr voller Schlacken? Die sind oder ja, sehr belastet. Ja, vergiftet, vor allem über Amalgam, ja, Zähne drüber. Oder halt ansonsten leiden die schon sehr. Das weiß man halt nicht. Es ist hochwirksam, aber es ist nebenwirkungsfrei. Das ist ja das Verrückte. Also weil es nur Wasserstoff, Gas ist, sonst gar nichts. Und das vierte ist, zum Beispiel ein Stoff wie Glutathion entgiftet 60.000 eigene Körper, eigene Stoffe. Die Entgiftung setzt wieder ein und insgesamt wird das antioxidative Niveau vom Körper halt gehoben. Also die Selbstheilungskräfte, kannst du dir vorstellen, das wird ausgemistet, die Zelle arbeitet wieder und wir sind ja Zellverbund. In einer Sekunde werden 10 Millionen Zellen geboren und gehen. Und so erneuert sich ja der Mensch wieder. Und darum ist es ja wichtig, einfach Bewegung, Laufen und Saufen, sage ich immer. Also viel gutes jetzt Wasser trinken. Jetzt habe ich verstanden, wie das mit dem Anti-Aging passieren kann. Ja, es hat massive Themen bei der Haut. Du siehst ja da vorne unsere Bilder, da ganz links mit den Hautgeschichten. Ich hatte selber auch so ein Erlebnis, dass bei mir 15 Jahre, jetzt habe ich ein bisschen einen Sonnenbrand, da was gewachsen ist und ich habe es irgendwann mal fotografiert. Und jetzt nehme ich aber Lourdes und diese Quartonmineralien, muss man einfach sagen. Und dann hast du die Mineralisierung. René Quarton kaufe ich aus dem Internet. Aber dann hast du eine perfekte Mischung. Weil du brauchst Mineralien unbedingt. Aber, ja, aber nicht wie viel unbedingt brauche ich? Vom Wasser. Null vom Wasser. Eben, das ist und ja jeder soll zum Supermarkt gehen und soll bitte auf sein Etikett schauen. Und er braucht nur den Wert Kalium schauen. Kalium brauchst du Minimum 2000 Gramm. Und wenn du jetzt irgendeine Flasche nimmst, schau drauf, keine wird mehr haben wie 3 bis 4 Milligramm. 2000 brauchst du. Du könntest natürlich 2 Scheiben Emmentaler essen oder 3 Kartoffeln, dann hättest du das auch. Oder 2000 Liter Wasser trinken. Genau. Also Aktion Kamel in an der Eiger Nordwand. Also, lass uns mal die Werte anschauen. Genau. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein gefiltertes Wasser. Da machen wir jetzt ganz klar einmal die Messung. Was messen wir jetzt hier? Wie viel im Wasser gelöste Teile also sind? TDS, ppm. Die ppm. Die ppm, das sind 9. Das sind 9, das tue ich nachher. Ja, jetzt ist es auch, jetzt ist es 0. Weg? Kann man es nicht halten? Jojo, genau. Egal. Heute auf Mode, glaube ich, schätze ich, ist das. Ah, nee, auf Hold. Genau, das sind jetzt 9. So, jetzt wird es hoffentlich, gell? Gut. Also, es ist sauberes Wasser. Aber jetzt kommt der eine Moment, was halt jetzt wichtig ist. Ist es ein Oxidans oder ein Anti? Also man misst hier in Millivolt. Ja. Ist der Stoff oxidierend also oder reduzierend? 254. Plus, gell? Ja. Genau. Und jetzt nehme ich dasselbe, aber es könnte ja theoretisch, jetzt tue ich es einfach mal ins laufende Gerät, aber nicht, dass dann manche denken, wir machen irgendeinen Blödsinn. Also plus. Ja, 260 bin ich jetzt. So, und jetzt stelle ich das mal aus. Warte mal. Moment. Ja, okay. So. Ja, genau. Mach ruhig an. Jetzt kannst du schauen. Wieder. So. Läuft nicht? Ja, nee, ich habe es nur ein bisschen. Genau, und jetzt tue ich das rein, schau her. Und jetzt nehme ich das Messgerät. Was hat es jetzt für einen Wert? Minus 523, 27 ist es immer noch am Steigen. Also, ja, minus 530, also um die minus 400 bis minus 600, man kann da kleine Gags noch dazu machen, aber es ist halt ein einfacher Unterschied, man nehme einfach einen Apfel als Vergleich. Aber ich möchte jetzt nochmal was... Der Apfel oxidiert. Darf ich ganz schnell unterbrechen, bitte? Ja.
Also, du hast hier den oxidativen Wert. Das heißt so viel wie Es ist wie ein Apfel. Oxidation heißt, es rostet. Es rostet. Genau. Und unsere Zellen sollen auch nicht rosten und du auch nicht vorzugsweise. Und das heißt, wenn ich mir Wasser zuführe mit einem positiven Wert. Ist ja Antioxidant. Nicht mehr, nicht weniger. So einfach ist es. Es ist ein. Das ist ein Elektronenspender und zwar in milliardenfacher Form. Du schaust ja immer, dass du deine Obst- und Gemüseteile herkriegst, aber zum Beispiel Orangensaft hat einen Wert von maximal minus 50, kriegen die her. Mhm. Der Orangensaft. Und hier habe ich minus 500 in reinster Form entschlackend, entgiftend, aufnehmend und ein Antioxidant. Darum habe ich gesagt, das mit den 500 Äpfeln. Und das ist halt der Hammer. Und du hast 100% keine Nebenwirkung. Nebenwirkung muss halt sein, dass du aufs Klo musst. Oder interessant, bei Osmosewasser musst du sehr aggressiv zur Toilette, weil es natürlich sehr aufs Bindegewebe geht. Da bleibt es länger im Körper. Aber es geht in die Zelle, verrichtet in der Zelle, schüttet es aus. Also das ist ganz interessant zu sehen. Es ist da definitiv ein Unterschied. Ja, ich habe auch so ein Gerät natürlich zu Hause und trinke jetzt seit einem guten halben Jahr Wasserstoffwasser. Es kommen natürlich immer mehrere Faktoren zusammen, aber ich habe sehr unter Ekzemen gelitten, früher auch hier so im Gesicht und das ist jetzt alles weg. Ich denke, das hat sicherlich auch einen Teil. Natürlich hat sich auch sonst im Privatleben, es wechselt ja immer oft vieles. Ja, eins bedingt ja das andere. Genau. Das ist ja oft wie ein Erdrutsch. Genau. Du siehst, weißt du, das ist, der Mensch muss klar sein, sauber sein, im Körper, im Geist, und dann kommt es da auf einmal, Mensch, da ist ja Müll in meiner Umgebung, weg damit. So ist es. Was ich noch sagen wollte, dieses Messgerät, ORP, heißt halt Oxidation Reduction Potential, also Reduktion aufnehmend antioxidativ. Mhm. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ja. Und da gibt es halt weltweit, ich war jetzt wieder in Shanghai, ich bin im November wieder in Amsterdam, da gibt es ungefähr 30 Hersteller. Und wir testen jeden, wir probieren alles aus und kaufen es. Und am Ende testen wir immer kinesiologisch. Darum dürfen sich die Zuschauer dann nicht verrückt machen lassen. Da gibt es so kleine Teilchen, auch für 200-300 €. Aber die testen halt kinesitiv, mischen den Sauerstoff und Wasserstoff. Nicht. Was ich da noch sagen will, wenn man hier, da drücken wir jetzt ja aufs H, das heißt, da ist Wasserstoff, und das O, da habe ich jetzt mal, ich wirf's jetzt einfach im Raum. Das trennt ganz klar. Du hast nicht hier H2O, sondern H3O2 jetzt. Wenn ich auf O drücke, dann hast du Ozonwasser. Ja. Jetzt kommen natürlich viele Heilpraktiker und sagen, die machen ja Ozontherapie, antiparasitär, antiviral, antifungizid. Ich habe jetzt mal den Versuch gemacht, jeder sagt, um Gottes Willen darfst du ja nicht machen. Ich habe jetzt 3 Wochen nur mal jeden Tag Ozonwasser getrunken. Ja, ja. Also antifungizid. Ja, ich habe es gut überlebt. Also hat gar nichts gefehlt. Bei meinem Büro, die Damen, die haben 2 gleich Köpfe gekriegt. Ah ja. Ja, ja, aber ich habe, sagen wir mal, eher Pferdenatur. Aber also ist auch eine Reaktion auf etwas, wenn die Kopfschmerzen haben? Es ist Ozonwasser und es gibt Ozontherapie. Es ist nicht erforscht, ich kann nur jeden warnen. Nur das Gerät ist insofern genial, weil es halt einfach komplett und klar trennt. Ja. Andere Geräte mischen es und testen halt kinesiologisch. Und wir testen immer doppelt blind. Also dass die man nicht Uli weiß nicht, ich weiß nicht, was es für uns. Und jetzt ist halt leider das bei solche leider, weil es halt sehr teuer ist. Also teuer ist, es ist ja unbezahlbar eigentlich, aber relativ kostet es halt was, aber es ist eine saubere Lösung. Und wenn ich mal viele Vergleichsprodukte anschaue, die machen es mit Mineralien, da passt halt alles. Und da weiß ich, ich war da jetzt eine Woche in Südkorea und wir haben halt das für 3 Länder exklusiv bekommen. Und wenn ihr einen schlechten Ruf habt, dann nur deshalb, weil halt manche das nicht kriegen. Und genau, das ist ja ein anderes Thema, das können wir dann Nein, aber man muss einfach ganz offen ansprechen, aber das Gerät funktioniert 100%. Es hat jetzt eine Olympiasiegerin im Skiabfahrt, es hat einen Boxweltmeister, es haben Fußball-Bundesligaspieler. Das Problem ist oft, dass die natürlich Hunderttausende gesponsert kriegen von Mineralwässern, aber in Wahrheit uns zahlen es und das saufen es dann. Ach so, habt ihr das gehört? Ja, ja, und ich habe es natürlich auch in meinem Sortiment, so etwas Spezielles, Einfaches und vor allem eben, was du sagst, ohne Nebenwirkungen.
Antioxidant ist, ich finde es genial und eben deshalb habe ich auch die Zusammenarbeit mit dir gesucht und freue mich auch darüber, dass wir die in der Schweiz ausliefern können. Also kann man sagen, das funktioniert 100%. Und es ist wirklich ein geschmacklicher Unterschied. Merkst du auch selber. Ja, zum wenn normalen Osmose. Ja, ist noch, auf alle Fälle. Es ist noch ja, ja. weicher, noch feiner. Also es ist wirklich so wie Samt auf der Zunge. Ja, es zieht direkt rein dann. Auch im Kopf geht es rein. Und wenn man auch schaut, diese ganzen Themen mit Demenz und so, das sind ja diese Hirnspalten sind auseinander. Die Leute müssen trinken, nur unser Wasser kannst du halt nicht trinken. Also das heißt eigentlich so, dass Demenz und Alzheimer theoretisch auch Verbesserung... auf der Homepage, es gibt die Studien bei Mäusen, die Versuche haben funktioniert. Ah ja, das also, ist ja für den und Mäusen die Leute, und was halt das Simpelste ist, die trinken halt wesentlich mehr, die bekommen unendlichen Durst. Mhm. Und du musst dir vorstellen, beim Gehirn, bei Alzheimer, da hast du ja die Hirnspalten, die sind auseinander. Mhm. Und das Gehirn hat 3% der Körpermasse, braucht aber 20% vom Körperwasser. Mhm. Und das innere Organ verdurstet halt, wenn du bei den Körperwelten ein Demenzgehirn siehst und das eines 10-Jährigen. Dann siehst du einfach, dass da die Spalten und hier funktionieren die Neurotransmitter nicht mehr, plus Ablagerungen, Aluminium und diesen Geschichten und dann findet die Informationsübertragung nicht mehr statt und das nennt man dann Alzi. Okay. Also, trinken. Erich, ich bedanke mich für deine Informationen, deine wertvollen Informationen. Erich Maider, Mr. Water, er wird Ende Oktober in der Schweiz sein für einen Vortrag. Nach der Wiesn. Das Datum wird noch eingefügt, wo es ist auch, aber es wird sicherlich in der Schweiz sein. Also schaut immer wieder auf meiner Webseite nach lebensthemen.ch. Wir werden einen Termin vereinbaren und dann kann man ihm live Fragen stellen. Was ich ganz toll finde, ist, er konzentriert sich ja nicht nur einfach auf das Wasser, sondern mit die Zusammenhänge mit dem Körper, wie das Wasser reagiert oder wie der Körper oder die Zellen reagiert. Und da können wir ihn so richtig ausquetschen. Und wir haben da den großen Widerspruch, wir zwei. Du bist extrem gesund, lebst gesund. Ich bin genauso gesund, aber ich lebe überhaupt nicht gesund. Also das jetzt ist doch, dann, stimmt, danke schön. Ja, ich lebe gesund. Na, du predigst ja alles, aber ich lebe gesund. Auf dem Oktoberfest zum Beispiel, du regenerierst unglaublich schnell. Also da gebe ich Brief und Siegel dafür. Das ich auch schon erwähnt. Also ich kann Alkohol trinken und wenn ich ein Glas Wasser von Wasserstoff trinke, ich bin einfach... Bist wieder fit am nächsten Tag. Bei mir waren es neulich 7 Wasser. Das war ein bisschen viel. Diese Erfahrung habe ich auch schon machen können. Das Regeneration, das ist einfach mal, was jeder ausprobieren sollte. Gell? Auf jeden Fall. Man kann es bei mir testen an der Trinkwassertankstelle. Genau. Okay. Kann man das gerne probieren. so viel zum Wasser. Es geht weiter mit sicherlich bald wieder ein Interview. Genau. Dann nehmen wir ein anderes Thema. Herzlichen Dank, Erich. Gerne. Tschüss. Servus.